Die Gurken haben sich prächtig entwickelt und ich habe jetzt schon einige geerntet. Hier sieht man massenhaft Blüten an den Auslegern. Und es summt und brummt mal wieder hier in diesem kleinen Beet und ich staune, wie viele Gurken hier auf solch einem kleinen Stückchen geerntet werden können. Da ist schon eine bisschen zu große. Die wird natürlich auch geerntet. Die habe ich gestern übersehen. Ja, das hat sich schon mal sehr gelohnt. Und die Gurken müssen natürlich auch verarbeitet werden und eingeweckt werden. Und das zeige ich euch jetzt ein klein wenig, wie ich das mache. Aber in diesem Bereich bin ich Anfänger. Die Gurken sind über Nacht von mir in einer Salzlage eingeweicht worden und werden jetzt erstmal geschrubbt und von den Stacheln befreit. Aber ich fühle schon, da sind kaum noch Stacheln. Und es duftet nach Gurken. Sind die Gurken soweit gesäubert, fülle ich die Gläser mit Weinblättern, die ich aus dem Garten habe, und einigen Zwiebelstückchen. Des Weiteren kommt da Dillkräuter und auch Dillkörner rein aus dem Garten. Und danach nehme ich die Gurken, entferne häufig die kleinen Enden, schneide sie dann der Länge nach in Viertel. Ähnlich wie Gurkensticks, äußere Stellen werden manchmal entfernt, wenn es notwendig ist. Und wenn ich dann soweit bin damit, dann werden die Gurkensticks eingefüllt in die Gläser, indem ich sie so ein bisschen schräg halte. Hier sieht man es leider nicht so gut. Und dann sind sie bald. Und dann gibt es noch davon einen halben Teelöffel in jedes einzelne Glas. Das ist eine Gurkengewürzmischung, da sind Wacholderbeeren drin. Senfkörner vor allen Dingen und mal gucken, wie es dann letztendlich schmecken wird. Dann wird der Sud aus Essig, Zucker, ein bisschen Salz und Wasser in die Gläser eingefüllt. Den habe ich jetzt nicht erhitzt, diesen Sud, sondern so fertig gemacht. Und ich habe das wirklich nach Geschmack gemacht, habe das dann probiert und abgeschmeckt, ob süß genug ist, ob sauer genug ist. Und da habe ich jetzt kein Mengenrezept für euch. So sehen dann die Gläser aus, wenn sie gefüllt sind mit den Gurken und den Gewürzen. Und hier rechts sieht man den Thermotopf, mit dem ich sie dann eingekocht habe. Und am Schluss sehen sie so aus. Lecker! Hier sieht man die Reste der Rosara, die ich noch ernten möchte. Und die Pflanzen sind jetzt tatsächlich dabei, einfach zu vergehen aufgrund ihres Alters und sind erntebereit. Das ist keine Braunfäule. Und hier seht ihr den Kürbis, zugegebenermaßen ziemlich mickrig noch dazwischen, zwischen den Pflanzen, zwischen den Kartoffelpflanzen. Der hat natürlich Probleme gehabt, sich gut zu entwickeln, weil er auch zu wenig Platz hatte. Das wird sich jetzt aber ändern mit der Ernte der Kartoffeln und dann wird diesem Kürbis dann auch genügend Flüssigkeit und genügend Nährstoffe werden ihm zur Verfügung stehen, so dass er sich noch entwickeln kann und hier dann diesen Bereich der Rosara auch gut nutzen und abdecken kann. Ach, hier hat sich eine Linde reingeschlichen. Tatsächlich. Ich glaube es ja nicht. Vielleicht vom letzten Jahr noch, keine Ahnung. Und wieder total coole Ernte. Mal gucken, das waren drei jetzt. Da ist eine Linda. Cool. Na, habe ich gar nicht mit gerechnet. Guck mal, nee, da ist keine mehr. Da ist noch eine Linda, eine kleine. Die standen natürlich in Konkurrenz zueinander. Und waren zu dicht beieinander gesetzt. Aber trotzdem, coole Ernte. Und hier geht es ja weiter. Das wird die Linda sein. Ja, genau. Die sind ein bisschen kleiner. Aber da freue ich mich auch drüber. So ein Blindläufer. Guckt euch das an.
Sogar die hat richtig tolle Knollen entwickelt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Brutal. Wahnsinn. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Boah. Junge, Junge. Was ist denn das? Da noch mehr. Ich meine, die habe ich nicht extra gepflanzt. Die ist irgendwie, keine Ahnung, vom letzten Jahr übrig geblieben. Hat sich dann entwickelt und ich dachte, das wäre eine Rosara. Das finde ich jetzt, das war nicht schlecht. Mein lieber Freund. Da bin ich überrascht worden. Und genau hier mache ich auch noch eine Aufnahme. Ja, cool. Dann habe ich auf engstem Raume 2 Pflanzen stehen gehabt, unterschiedlicher Sorten. Und ohne das zu wissen. Und hier haben wir die Ernte von einer Knolle Linda. Und hier ist die Ernte von einer Knolle Rosara. Sehr schön. Richtig große Kartoffeln. Richtig kräftig fein. Super Ding. Und über die freue ich mich auch besonders, weil ich die auch sehr, sehr gerne mag. Die schmecken einfach gut vom Geschmack her. Die sind optimal. Die gibt es nachher bei mir in der Küche. Gutes Resultat. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Hier ist die nächste Knolle Rosara. Oh, mal gucken, was da dran ist. Ui, da hängen sie schon. Oh, was ist denn das für ein Monster? Total verwachsen. Das ist eine Riesenknolle. Das ist ja unfassbar. Oh, und hier geht's weiter. Ich meine, oh, warte mal, die lege ich mal alle an die Seite, um zu sehen, wie viel das sind. Oh, hier, da ist noch eine. Werfe ich erstmal das Kraut hier zur Seite, dass man ein bisschen mehr sehen kann. Und dann schauen wir mal hier nochmal nach. Junge, Junge, Junge. Hier sind noch ein paar kleinere. Wahnsinn. Eine Knolle, richtig große Menge. Ach, die gehört ja auch noch dazu. Die erkenne ich daran, dass sie doch an der Oberfläche lag und ein bisschen schon gefärbt war. Insofern, bam, bam. Interessant zu sehen hier. Schaut mal, die treibt wieder durch. Und ich bin am Überlegen, nochmal Kartoffeln auszusetzen. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, wenn man gut beobachtet, kann man auch viel dazulernen. Sehr interessant. Die Kartoffeln werde ich vielleicht auf dem Bohnenbeet, was bald frei wird, setzen. Mit solchen großen Kartoffeln und solchen Mengen ist so ein Eimer natürlich auch sehr, sehr schnell gefüllt. Die lege ich an die Seite, die ist schon so durchgetrieben. Da will ich mal gucken, was ich so sieht dann das Ergebnis aus. Der Kürbis ist von den Kartoffeln befreit und ihr seht schon, wie er verschiedene Ausleger gebildet hat mit kleinen Kürbissen auch dran. Auch hier sieht man das. Und dieser Kürbis hier, der wird jetzt demnächst eine gute Versorgung mit Wasser bekommen von mir. Jeden Abend eine Gießkanne voll. Und dann wird er sich hier auch entwickeln und den Bereich des Beetes, der jetzt beerntet worden ist, großflächig abdecken, dort neue Wurzeln setzen und vermehrt Kürbisse ausbilden. Das Gleiche ist hier zu sehen. Ich hatte hier eine Kürbispflanze am Rande des Kartoffelbeetes. Hier habt ihr schon Hokkaido-Kürbisse, richtig viel. Und op, da ist ein bisschen Erde drauf. Und da sieht man halt auch da hinten im hinteren Bereich. Und auch diese Pflanze hier hat ihre Ausleger, die ich dann in Richtung des Kartoffelbeetes legen kann. Wunderbare Technik, Leute, kann ich euch nur sagen. Immer wieder empfehlenswert, das so durchzuführen.
Die Ernte selber war extrem erfolgreich. Also ich glaube, ich habe noch nie so große Kartoffeln geerntet. Wenn ihr das seht, da hinten ist noch eine, warte mal, die ist auch sehr groß. Ich hatte vorhin eine in der Hand, die wollte ich noch wiegen, weil ich dachte, das ist ja, ich weiß nicht, das ist schon Hokkaido gewesen. Mal gucken, ob ich sie noch finde und ob ich sie dann noch aufnehme. Was gibt es noch besonders zu berichten? Ich hatte ja Probleme mit Wühlmäusen. Da habe ich ja 2 Videos drüber gedreht, die natürlich nicht so gerne angeschaut werden, weil es darum geht, die eigenen Interessen gegenüber den wilden Tieren zu vertreten und auch zu verteidigen. Und hier seht ihr zum Beispiel einen Wühlmausbefund oder Fraß. Hier schaut ihr die schöne Knolle und dann hier alles weggefressen gewesen. Hat sich aber im Rahmen gehalten, weil ich relativ schnell was unternommen habe. Wühlmäuse sind weiterhin viele, viele vorhanden, aber der Schaden insgesamt an den Beeten hat sich bisher halt begrenzt gehalten. Ja, das Fazit meiner bisherigen Erfahrungen mit der Rosara und dieser Kartoffelernte dieses Jahr. Die Rosara ist eine fantastische Frühkartoffel. Er bringt große, große Knollen, auch mittelgroße Knollen. Diese Knollen eignen sich natürlich nicht so gut, um Pellkartoffeln daraus zu machen, aber man kann Kartoffelbrei machen, man kann sie klein schneiden. Die Schälarbeit ist nicht so groß, weil die Kartoffeln einfach größer sind, wenn man sie denn schält. Und vom Geschmack her ist sie gut, nicht so gut wie die besonders gezüchteten Sorten, aber sie ist absolut okay, gar kein Problem, sehr leckere Kartoffel. Und sie scheint resistenter zu sein. Dieses Jahr war es ja kein feuchtes Jahr. Insofern kann ich das nicht so richtig beurteilen. Mich hat immer wieder erstaunt, wie groß die Knollen waren. Richtig große Dinger. Und ich hoffe, dass sie sich jetzt gut einlagern lässt und ich noch lange was von diesen Kartoffeln haben werde. Meine Kinder, meine Frau haben die gegessen und sind auch ebenfalls sehr zufrieden mit dem Geschmack. Gar kein Problem. Und das Schöne ist jetzt, hier wo ich sitze, wird sich der Kürbis breit machen können. Und damit habe ich dann auch nicht so viel Jäte arbeiten, weil der einfach alles bedeckt. Und irgendwann wird hier alles im Herbst, wenn alles gut geht, ziemlich grün sein. Teilweise natürlich auch von Unkraut durchzogen. Und der Kürbis wird dazwischen sein und überall seine Kürbisse verteilt haben. Ich zeige euch noch gleich, wo ich meine Kartoffeln lagere. Das habe ich ja im letzten Jahr auch gezeigt und wie ich das mache, denn das ist auch nochmal etwas wichtig. Hier ist meine Kartoffelstiege. Ganz wichtig, die Kartoffeln müssen gut geschützt sein gegen Helligkeit. Und das mache ich immer wieder, indem ich Kartons verwende. Die haben eine Dicke, die einfach super ideal dafür ist. Und die Kartoffeln werden dann gleichmäßig verteilt in dieser Stiege. Das ist hier schön trocken und luftig. Und darüber kommt dann nochmal eine Schicht Karton, so dass alles luftdicht ist. Nicht luftdicht, sondern luftig und vor dem Licht geschützt lagern kann. Das war's zu den Kartoffeln. Sehr schön, dann immer hier hingehen zu können und sich bei Bedarf einfach Kartoffeln rausnehmen zu können für den Haushalt, fürs Essen kochen. Das ist sehr, sehr praktisch. Die von den Wühlmäusen angefressenen Kartoffeln, die werden extra gelagert, so dass diese zuerst verbraucht werden. Die Kartoffelernte ist sehr gut gewesen, wie ihr gesehen habt. Und jetzt bin ich dabei, einmal abzuwiegen von den größeren, wie schwer die sind. Und ich hatte eine, die war ja so total verwachsen. Die wollte ich eigentlich wiegen, aber ich finde die nicht mehr. Die liegt begraben unter den anderen Kartoffeln in dem Kartoffelaufbewahrungskäfig, sage ich mal, in der Stiege. Und dann habe ich erstmal diese größeren genommen und ich bin sehr gespannt, wie viel die wohl wiegen. Ich habe hier eine Waage,
Die ist da genullt. Und dann nehmen wir mal erstmal die kleinste von denen und gucken mal. Und die hat, genau da ist ein Fleck drauf. Wollen wir nochmal. 0. Und die hat 450 Gramm. Dann nehmen wir die nächste hier. Ui, die hat schon über 500. 525 so. Und dann nehmen wir die größte von diesen dreien. Die hat richtig Gewicht. Guck, die kommt an 600 Gramm heran. Klasse. Wunderbar. Rosara kann ich nur weiter empfehlen. Diese großen Kartoffeln hier, die nehme ich natürlich nicht zum Pellkartoffeln kochen oder sowas. Die werden bei mir benutzt, um zum Beispiel Kartoffelbrei zu machen, weil die sich hervorragend dafür eignen, weil die Schalenoberfläche nicht so groß ist wie bei kleinen Vergleich. Die schält man ruckzuck, macht sie dann klein und kann davon schön Kartoffelbrei machen. Klasse Ergebnis, echte Monsterkartoffeln. Ja, echte Monsterkartoffeln. 600 Gramm schwer. Ah, lecker. Gut, Rosara weiterhin fette, echt fette Empfehlung von mir für euch alle da draußen im Internet. Am Ende noch ein paar Fotos, hier Kartoffeln, sehr schönes Bild, Kürbis und Sonnenblumen und Leinsaat im Hintergrund. Die Sonnenblumen wachsen wie Hulle, die Hummeln und Bienen lieben sie. Hier haben wir nochmal einen Gesamtüberblick über den Garten und tatsächlich auch die ersten Möhren sind bereit zur Ernte. Und das war's dann schon, auch ein paar Kürbisse sind da. Alles Gute von Selbstversorgung, modern und einfach. Tschüss, bis zum nächsten Mal.